Hallo Modelleisenbahnfreunde, von mir gab es ja schon vor einiger Zeit ein paar Videosequenzen und heute möchte ich euch mal zeigen, wie weit ich jetzt in der besagten Corona-Krise, wo ich zu Hause bleiben musste, weitergebaut habe. Hier auf meinem selbstgebauten Schaltpult mit dahinterliegenden Relais kann man schön den Zugverlauf sehen bzw. auch schalten. Jetzt fährt er in dem Falle geradeaus. Drücke ich auf Rot, zeigt er die Kurvensteuerung an und kann mir hier genau den Zugverlauf zeigen. Jetzt würde er dann so fahren und anderseitig wird dann hier geradeaus bleiben und hier genauso. Das ist auf den Stecken genauso. Hier kann man dann, hier unten ist eine versteckte Schweiche drunter. Dann kann man sehen, in welche Richtung der Zug fährt. Hier ist das Schaltpult von dem Abstellgleisen bzw. zur Drehscheibe. Dann kann man hier schön den Zugverlauf sehen und genau kann man sehen, wohin der Zug auf welches Gleis fährt. Dementsprechend kann man jetzt hier die Weichen stellen und fährt er hier rüber, stellt man hier rüber, fährt er hier rüber oder man stellt ihn hier rüber, dann fährt der Zug in diese Richtung oder eben auch in diese Richtung zu den Abstellgleisen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Chaos dann von unten aussieht, mit allen verlötenden Kabeln bzw. Widerständen. Hier sitzen die einzelnen Relais, die jedes einzelne Weiche schalten bzw. dann die LEDs in Fahrtrichtung anzeigen. Jetzt kommt die Dampflok zum Kohlekran, um den Tender zu beladen. So, hier ist das größte Schaltpult von den dreien, die auf der ganzen Anlage verteilt sind. Das betrifft aber jetzt nur den kompletten Bahnhof mit Umschalttasten für die beiden Digitalsteuerungen. Einmal die Unit 6021 und die Mobile Station 2. Und das Schaltpult ist so gebaut, dass man praktisch diesen Tisch in alle Richtungen drehen kann bzw. die Anlage von allen Richtungen steuern und auch einsehen kann. Jetzt lassen wir ihn stehen fahren. So, jetzt haben wir die 193. Ich mal gucken, wo ich die denn.
Ja, was natürlich jetzt noch viel fehlt, ne? Das sind doch so gut wie gar keine Figuren drauf, ne? Ja, hier vor der Kirche ist der schönste Tag für jeden Menschen, sagt man so, festgehalten. Der Personenzug fährt jetzt in den Bahnhof ein, wo leider noch sehr wenig Leute sind, wo die Personen erst im nächsten Bauabschnitt mal aufgeklebt werden. So, hier haben wir jetzt im Bild das brennende Haus. Ist leider noch nicht angeschlossen. Da ist ein Rauchgenerator drin verbaut, wo man auch später dann richtig Rauch aufsteigen sieht. Und dementsprechend fehlt auch noch die Feuerwehr im Einsatz, wo ich dann meine Feuerwehrwagen umgebaut habe, die also original Blaulicht blinken haben und auch Martinshorn erklingt. So, rein fahrtechnisch bin ich jetzt komplett fertig, so wie man schon im Fahrvideo sehen kann. Von hier aus angefangen über den Bahnhofseinfahrt, Bahnhofsanlage bis hier zu diesen beiden Gitterbrücken, wo ich jetzt im Sommer aufgehört habe und erst im Winter weitermachen werde. Hier oben ist die automatische Zugsteuerung, die ich nicht beeinflussen brauche. Jetzt kommt der THW-Zug reingefahren, löst über einen Schalter aus, Signal geht auf Rot und Dampflok bekommt Grün und fährt automatisch los. So, und hier auf dieser Seite ist der letzte Bauabschnitt, den ich mir für den kommenden Winter vorgenommen habe. Hier kann man schon ein ganz klein bisschen die Andeutung sehen, was hier passieren soll. Aber mehr werde ich nicht verraten, das kommt dann in dem nächsten Video. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Fahrvideo und Bauweise und so weiter hat euch gefallen und bleibt gespannt auf den nächsten Abschnitt, den ich dann im kommenden Winter bauen werde.